Die Schlauchbruchsicherung ist eine Sicherheitseinrichtung in Flüssiggasanlagen. Sie schützt vor unkontrolliertem Austritt von Flüssiggas bei einer Beschädigung an der Schlauchleitung oder bei einem Abriss bzw. Lösen des Schlauchs. Solche Gasschläuche sind leider immer mal wieder im Einsatz. Mal abgesehen davon, dass es verboten ist, so einen Schlauch einzusetzen, gut, wer da eine Schlauchbruchsicherung in der Anlage hat. Welche Arten von Schlauchbruchsicherung gibt es? Grundsätzlich gibt es zwei Arten der Schlauchbruchsicherung, integriert in einen Druckregler und weitaus häufiger dem Druckregler nachgeschaltet als eigenständige Komponente, wie bereits gesehen. Diese werden unterschieden zwischen automatischer und manueller Ausführung. Wo wird die Schlauchbruchsicherung installiert? Wenn die Schlauchbruchsicherung im Druckregler integriert ist, erübrigt sich die Frage. Als alleinstehende Komponente ist die Schlauchbruchsicherung im Regelfall direkt hinter dem Druckregler eingebaut. Bei Caravans und Wohnmobilen sowie bei anderen speziellen Anwendungen kann es sein, dass die Schlauchbruchsicherung direkt an der Gasflasche, genauer gesagt am Gasflaschenventil sitzt. In diesem Video soll aber der Standardfall behandelt werden, vornehmlich also in einer Flüssiggasanlage zum Betrieb eines Gasgrills, eines Heizpilzes, Heizstrahlers oder eines Handbrennersets. In diesen Fällen sitzt die Schlauchbruchsicherung zwischen Druckregler und Gasschlauch. Wie unterscheiden sich automatische und manuelle Schlauchbruchsicherung? Der Unterschied liegt im Freigabeprozess für den Gasdurchgang. Wie der Name bereits vermuten lässt, gibt die automatische Schlauchbruchsicherung den Gasdurchgang selbstständig frei, nachdem man das Gasflaschenventil geöffnet hat. Die manuelle Schlauchbruchsicherung muss der Betreiber per Hand öffnen. Wenn er die Gasflasche aufgedreht hat, muss er per Knopfdruck den Gasdurchgang öffnen. Erst dann kommt Flüssiggas in der Schlauchleitung und letztendlich am Gasgerät an. Wie funktioniert die Schlauchbruchsicherung? Auch wenn es unterschiedliche Arten der Schlauchbruchsicherung gibt, die Funktionsweise ist prinzipiell immer die gleiche. Nachdem der Betreiber für den Gasdurchgang an der Sicherheitsarmatur gesorgt hat, überwacht diese den Nenndurchfluss. Bei den Standardmodellen liegt dieser bei 1,5 kg Flüssiggas pro Stunde. Tritt eine Beschädigung auf, die Schlauchleitung reißt ab oder wird gelöst, erkennt das die Schlauchbruchsicherung. Es entsteht ein plötzlicher Druckabfall, wodurch ein Schließkegel aktiviert wird, der wiederum den Gasdurchfluss sperrt. Um euch den Sinn einer Schlauchbruchsicherung zu demonstrieren, haben wir beispielhaft eine Anlage aufgebaut. An der Gasflasche sitzt ein normaler Druckregler und am Reglerausgang ein Abzweigventil. Während wir an der linken Abzweigung eine manuelle Schlauchbruchsicherung montiert haben, ist an der rechten Abzweigung keine. Die montierten Schläuche sind gleich und am Ende ist ein Gaskochfeld bzw. ein Laborbrenner angeschlossen. Wir drehen das Gasflaschenventil auf und öffnen am linken Abzweig zusätzlich die Schlauchbruchsicherung. An beiden Gasgeräten steht jetzt Flüssiggas an und wir zünden sie. Um sehr plakativ eine Beschädigung, ein Leck oder einen Schlauchabriss zu demonstrieren, kappen wir die Schlauchleitung des linken Abzweigs. Sie sehen, dass das Gaskochfeld ausgeht und es im Wasserbad kurz sprudelt, also eine kleine, unbedenkliche Menge Gas entweicht, bis die Schlauchbruchsicherung das Leck erkennt und den Gasdurchgang sperrt. Am rechten Abzweig, wohlgemerkt ohne die Schlauchbruchsicherung, machen wir nun das Gleiche. Wir kappen die Schlauchleitung. Auch hier geht der Laborbrenner aus. Im Wasserbad sprudelt es jedoch munter weiter und es tritt Flüssiggas aus. Ist die Schlauchbruchsicherung Pflicht? In Deutschland ist die Schlauchbruchsicherung bei privat genutzten Flüssiggasanlagen, zum Beispiel beim Gasgrill oder bei Heizgeräten, Pflicht, wenn die Schlauchleitung länger als 150 cm ist. Im gewerblichen Bereich liegt die Grenze bei 40 cm. Aber auch wenn die Schlauchbruchsicherung erst ab den genannten Längen Pflicht ist, kann sie bei kürzeren Schlauchleitungen sinnvoll sein. Speziell, wenn ihr die Schlauchleitung nicht im Blick habt, zum Beispiel wenn die Gasflasche im Unterschrank des Gasgrills steht. Gleiches gilt, wenn die Schlauchleitung dauerhaft im Freien ist. Also nicht geschützt vor Umgebungseinflüssen, beispielsweise wenn euer Grill oder der Terrassenstrahler das komplette Jahr über draußen stehen. Kälte, Sonneneinstrahlung, extreme Temperaturen sowie Tierbisse können früher oder später zu größeren Undichtheiten führen.
Vor schlimmeren Folgen bewahrt dann die Schlauchbruchsicherung. Wenn du keine Tipps und Sicherheitshinweise rund um den Betrieb von Flüssiggasanlagen verpassen willst, dann abonniere unseren YouTube-Kanal.